Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um eine Analyse des Auftritts von Tino Chrupalla bei Maischberger die Woche vom 11.03. Auf den ersten Blick wirkt der Auftritt von Chrupalla solide. Ja, hat er gut gemacht. Hat er gut gegengehalten, hat er sich tapfer verteidigt. Tapfer vielleicht, aber bei genauerem Hingucken offenbart sich der Auftritt von Chrupalla als mangelhaft, um eine Stimmungswende in Deutschland erreichen zu können. Die AfD wird so vielleicht bei 15% bleiben, aber sie wird nicht sehr viel hinzugewinnen, was aber dringend nötig ist, um die Hetze gegen die AfD, um überhaupt diese Zustände, wie sie in diesem Land sind, ändern zu können. Im Folgenden gehe ich auf mehrere Stellen, insbesondere auf einige Statements von Chrupalla, näher ein. Frau Yilmaz, vielleicht können Sie sich kurz vorstellen. Auch. Ja, guten Abend. Mein Name ist Medina Yilmaz, ich bin Konferenzdolmetscherin und lebe hier in Erfurt. Und Herr Vogt, meine Frage geht an Sie, weil Sie schon den ganzen Abend wirklich auch sehr beeindruckend mit dem Finger auf die AfD zeigen und auch zu Recht kritisieren. Und wir brauchen als CDU, und das haben Sie heute, glaube ich, auch gemerkt, keine Nachhilfe in der Frage, wie wir uns zur AfD abgrenzen. Weil wir wissen, dass Extremismus in diesem Land gefährlich ist, egal ob er von links kommt oder von rechts. Wie zu erwarten, wurde Tino Chrupalla mit negativen Frames überzogen. Die AfD wurde aufs Schlimmste dargestellt und Tino Chrupalla oder die Führungsriege der AfD denkt, sie müssen einfach nur ruhig bleiben, müssen sachlich bleiben, müssen ihren Standpunkt darlegen und das reicht dann. Der Bürger denkt dann schon nach, okay, die AfD-Leute dort, sie sind ja eigentlich ganz nett und sie machen einen guten Eindruck, dann kann die Hetze ja nicht stimmen. Tino Chrupalla denkt, er muss da nichts weitermachen. Er muss einfach sachlich sein, ein paar gute Argumente vorbringen, bloß nicht beleidigend werden und der Bürger wird dann einen guten Eindruck bekommen. Aber das ist ein Trugschluss. Die anderen kennen mittlerweile diese Strategie der AfD und haben sich darauf eingerichtet und haben eine Konterstrategie. Sie verschärfen einfach die Hetze. Sie ziehen die Hetze immer weiter an, verschärfen den Frame. Der Frame wird ja auch in den Öffentlich-Rechtlichen, in sämtlichen Talkshows immer wiederholt. Und die Leute, die den Frame verbreiten, werden als extrem sympathisch dargestellt. Immer wird wiederholt, wie krass daneben, wie nazihaft, wie schlimm die AfD ist. Tino Chrupalla und die anderen AfD-Leute, die öfters in Talkshows sind, verstehen nicht, dass es nicht ausreicht, sich selbst positiv darzustellen, wenn die anderen einen auf das Schlimmste beschimpfen. Für den Zuschauer stimmt dann etwas nicht. Die AfD kann ihre Glaubwürdigkeit nur dann schützen, wenn sie die Glaubwürdigkeit derer, die sie auf das Übelste beschimpfen, verleumden, wenn sie die Glaubwürdigkeit dieser Leute vor dem Zuschauer glaubhaft in Zweifel ziehen können. Das heißt, die AfD, Tino Chrupalla, sie müssen das Verhalten der anderen beleuchten. Das sollen sie auch sachlich tun, da sollen sie nicht ausfällig werden, aber sie müssen die Themenlenkung offensiv betreiben. Zu den anderen hin, was die anderen machen. Und nicht nur bei der Verteidigung bleiben und zu sagen, wir sind demokratisch, wir sind verfassungskonform, wir stehen hinter dem Grundgesetz und so weiter und so fort. Das ist wichtig, das zu tun und das zu begründen. Aber wichtig ist, auch das Verhalten der anderen zu beleuchten. Damit die anderen, wenn sie irgendwelche Hetze betreiben, dass sie dann unter Druck kommen. Wenn die AfD immer nur bei sich bleibt, dann ist Aussage gegen Aussage. Und die anderen können machen, was sie wollen. Können sie unverschämt und dreist alles machen, was sie auch machen, weil sie haben die Strategie der AfD verstanden, dass diese nur positives Selbstframing betreibt und sonst nichts macht, in der Hoffnung, dass sie dann keine Angriffspunkte sich geben und die anderen nichts machen können und der Zuschauer sich seine eigene Meinung bildet. Sie haben das verstanden und sie wissen, dass wenn sie die AfD einfach nur hart genug attackieren, dass die AfD dann in den Frame reinrennt, wenn sie nichts dagegen sagt. Weil dann sagt sich der Zuschauer, okay, die anderen, sie werden so schwer beschimpft und sie sagen nichts dagegen, dann muss ja irgendeine Berechtigung dafür da sein, dass sie das machen. Weil sonst müsste er empört sein. Und die AfD-Leute müssen auch empört reagieren, wenn sie mit Nazi-Vorwürfen traktiert werden, weil das eine unfassbare Beleidigung ist. Das ist eine Beleidigung, die man einfach nicht stehen lassen kann. Und da kann man nicht einfach sachlich ruhig bleiben und positives Selbstframing betreiben, wenn man solche Vorwürfe bekommt.
dann muss man sofort darauf eingehen, wie die anderen dazu kommen, wie sie es sich erlauben können, solche Vorwürfe zu erheben. Aber das sehen wir dann nachher im Einzelnen genauer. Dieser Wortwechsel war ein Riesenfehler, das habe ich gesagt. Und beide Beteiligte haben ganz klar gesagt, dass sie dort einen Fehler gemacht haben, dass das daneben war, und haben um Entschuldigung gebeten. Und es war ein absolut missglückter und falscher rhetorischer Kniff der Frau. Also da hat niemand gesagt, wir planen da jetzt irgendwas. Aber das war trotzdem richtig, richtig schlimm. Und damit müssen wir uns kritisch auseinanderziehen. Daraus müssen wir auch Schlussfolgerungen für die Zukunft ziehen. Aber weil Sie das jetzt so wieder so gleichsetzend drüber gesprochen haben, will ich schon nochmal sagen, es gibt einen Unterschied. Unser Grundgesetz schützt die Demokratie und die Grundrechte. Unser Grundgesetz schützt nicht kapitalistische Profitlogik. Und wenn wir über Systemwechsel reden, reden wir darüber, dass Fragen von sozialer Gerechtigkeit und Ökologie wichtiger sind als kapitalistische Profitorientierung. Und das finde ich, gibt unser Grundgesetz hier. Und was die Gewaltfrage angeht, wenn ich schon nach einem Punkt sagen, es gibt ja sehr unterschiedliche Zählungen, aber was man sagen kann, seit der Wende sind über 200 Menschen Opfer von rassistischer und rechter Gewalt geworden und sind richtig gemordet und hingerichtet worden. Und deswegen bei allem, was wir aufzuarbeiten haben, Fehler, diese Gleichsetzung in aller Deutlichkeit. Ich habe keine Gleichsetzung betrieben. Ich habe Ihnen nur gesagt, Sie wollen einen Systemwechsel. Und das ist ein Unterschied. Unser Grundgesetz sagt, wir sind eine freiheitliche Ordnung. Wir haben ja heute eine Publikumsdebatte, aber ein Wort zum Systemwechsel müssen Sie schon sagen. Da gebe ich Herrn Vogt recht, die Linke will das, ist in der Tat richtig. Die AfD möchte das überhaupt nicht. Wir stehen auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das will ich ganz klar sagen. Hier war ein Zuschauer wieder merkwürdig laut zu hören. Er wurde so laut gepegelt, dass er fast Chrupalla übertönt hat, obwohl er irgendwo hinten im Studio saß. Ich kann hier nicht an einen Zufall glauben. Chrupalla hat viel zu lange gewartet, Kipping zu unterbrechen. Er hätte viel früher intervenieren müssen. Weil überlegen wir mal, was ist hier passiert. Bei Höcke werden irgendwelche Zitate isoliert, gedreht, mit Hängen und Würgen, und daraus wird dann ein Nazi-Vorwurf konstruiert. Und die Linken, sie sagen, ja, hier wird einer erschossen, und der Parteichef macht dann die Bemerkung, vorher ins Arbeitslager. Das ist eine vollkommen andere Dimension. Vorher hat noch irgend so ein Antifa-Typ gesagt, man sollte öffentliche Gelder abzwacken und der Antifa zukommen lassen, und er hat sich eigentlich relativ eindeutig verfassungsfeindlich geäußert. Gleichzeitig will ich euch sagen, wie es besser gehen könnte. Wir müssen diesen parlamentsfixierten Abgeordnetenbetrieb schwächen. Und das machen wir damit, dass wir feststellen, was die Aufgaben einer Linken sind. Staatsknete im Parlament abgreifen, Informationen aus dem Staatsapparat abgreifen, der Bewegung zuspielen, den außerparlamentarischen Bewegungen das zuspielen. Und dann braucht man natürlich noch das Parlament als Bühne, weil die Medien sind so geil auf dieses Parlament, das sollten wir doch nutzen. Aber alles, was darüber hinausgeht, brauchen wir nicht unbedingt. Es gibt in jeder Stadt eine vernünftig operierende Antifa. Und da könnt ihr mal die gesamte Kohle hinpacken, anstatt mit SPD, Grünen und CDU eine Einheitsfront zu bilden. Ich glaube, da hat die Antifa mehr von, und wir haben den Nazi-Dreck irgendwann auch weg. Vielen Dank, ihr seid wirklich sehr solidarisch. Ich wollte noch mal kurz sagen, Energiewende ist auch nötig. Nach einer Revolution, und auch wenn wir dort 1% der Reichen erschossen haben, ist es immer noch so, dass wir heizen wollen. Wir wollen uns fortbewegen. Naja, ist so. Wir müssen mal von dieser Metaebene runterkommen. Ich muss sagen, wir erschießen Sie nicht, wir setzen Sie schon für nützliche Arbeit ein. Und alles das muss Chrupalla hier ausbreiten. Er schweigt einfach. Er muss intervenieren und das ausbreiten. Auch die Verhältnismäßigkeit vor allen Dingen auch ins Spiel bringen. Die Verhältnismäßigkeit fehlt hier. Er kann nicht darauf hoffen, dass die Leute von sich aus denken, ja, das ist ja hier so und so, und bei der AfD Höcke ist ja so und so. Die Medien haben das bei Höcke vollkommen aufgebauscht. Er muss diesen Frame korrigieren. Vielen Leuten geht es auch darum, sie interessiert gar nicht, wer Recht hat, sondern sie interessiert, wer hat den stärkeren Frame und wer kann seinen Frame durchsetzen. Sie wollen einfach dem Stärkeren hinterherlaufen. Und derjenige, der lauter schreit, hat recht. So ist es halt. In dem Fall, oder wer stärker framet. Und dem Stärkeren laufen dann die Leute hinterher.
Wir verteidigen die soziale Marktwirtschaft. An der Seite der Mobilien. Wir verteidigen soziale Marktwirtschaften, auch die Demokratie. Und wir sehen hier ein Demokratiedefizit. Und wir wollen diese auch bewahren. Das ist unser Auftrag. Und das ist übrigens bürgerlich-konservativ, was der CDU mittlerweile abhanden gekommen ist. So, ich würde gerne, weil das hier eine Publikumsdebatte ist, Frau Jafari hat uns geschrieben. Frau Jafari, sitzt hier vorne einmal bitte in der ersten Reihe. Hallo an alle, ich bin Masuma Jafari und ich komme aus Afghanistan. Seit 4 Jahren lebe ich in Deutschland. Ich habe Kinder, ich bin verheiratet und bin mit meiner Familie hier. Und seit der letzten Wahl in Thüringen fühle ich mich nicht sicher in Erfurt. Und meine Frage ist an AfD, Herr Kopala, lange Jahre habe ich in Afghanistan gegen psychischen Krieg gekämpft und endlich in Deutschland in Sicherheit angekommen, muss ich leider, bedauerlicherweise, gegen psychologischen Krieg kämpfen. Und warum hetzen Sie die Bürger auf uns? Warum fordern Sie mit Ihrer Politik diese Hetze? Das ist meine Frage. Herr Kopala. Also ich fordere und fördere nicht die Hetze oder die Mobilmachung gegen Andersdenkende und auch gegen andere Religionen. Das will ich ganz klar sagen. Das macht auch nicht die AfD. Das will ich auch ganz klar sagen. Wir stehen kritisch zu einigen Punkten, was die Migrationspolitik angeht. Ja, das ist richtig. Das werden wir auch weiter kritisch beim Namen benennen. Aber ich sage jetzt ganz klar und deutlich, ich verstehe zum Teil natürlich auch Ihre Befürchtung. Aber ich sage Ihnen, alle Menschen in diesem Land, egal welcher Hautfarbe oder welcher Religion, müssen und sollen hier sicher leben können. Das gilt für Ausländer genauso wie für Migranten und genauso wie für Flüchtlinge, genauso wie für Einheimische aber auch. Weil auch dort haben wir ein Defizit, was die innere Sicherheit angeht. Darf ich da kurz einhaken, weil Sie hier auch... Kopala macht hier den Fehler, die alle AfD-Leute die letzten Jahre machen. Es hört sich gut an, was er sagt. Und es gefällt einem, es ist solide, er ist ruhig geblieben. Aber eine entscheidende Sache lassen diese AfD-Leute außer Acht. Diese Frau kann ungestraft mit Dreck werfen. Sie kommt völlig ohne jede Blessur davon. Sie redet davon, dass die AfD gegen Flüchtlinge hetzen würde. Diese AfD-Leute haben sich anscheinend an diesen Vorwurf gewöhnt. Und haben sich irgendwie, diese Propaganda hat bei ihnen gewirkt, dass es normal ist, dass man der AfD sowas vorwirft. Die AfD ist gegen unkontrollierte Einwanderung. Wie jedes andere Land der Welt auch. Unnormal ist es, für unkontrollierte Einwanderung zu sein. Diese Zustände, wie sie jetzt sind, zu akzeptieren. In dem Programm der AfD steht nichts von Hetze gegen Flüchtlingen, noch hetzt die AfD irgendein Politiker gegen Flüchtlinge, die hier im Land sind, die legal Asyl beantragt haben. Wogegen die AfD sich ausspricht, ist gegen unkontrollierte Zuwanderung und Asylmissbrauch. Das ist im Sinne der Asylsuchenden selbst. Da, wenn ganz viele unkontrollierte Leute ins Land kommen können, dann bleibt natürlich auch weniger Platz für diejenigen, die einen wirklichen Asylgrund haben. Wie kommt also diese Frau auf die Idee zu behaupten, die AfD würde eine psychologische Kriegsführung gegen sie betreiben? Es ist Hetze von dieser Frau. Und Kopala muss genau das beleuchten, muss darauf aufmerksam machen, wie kommt diese Frau dazu, das zu behaupten, die AfD würde eine psychologische Kriegsführung betreiben. Man hat das Gefühl, Kopala möchte sich bei dieser Frau einschleimen, bei allen potenziellen Flüchtlingen und redet dann nett daher. Aber genau das ist ein Fehler. Diese Frau ist eine Hetzerin und bewirft die AfD und ihn mit Dreck. Und sie kommt damit völlig ungestraft davon. Sie steht da wie die Richterin, die beurteilt, ob die AfD ihr gerecht wird oder nicht. Sie hat überhaupt keine negative Blessur davongetragen dafür, dass sie gehetzt hat. Die AfD hat jetzt hier positives Selbstframing betrieben, aber dadurch, dass sie diese Frau nicht angreift, dafür für das, was sie macht, denkt der Zuschauer, okay, wenn Kopala sie dafür nicht angreift, was diese Frau macht, hat seine Legitimation. Das heißt, Kopala räumt der Hetze dieser Frau Legitimation ein. Er stützt damit das Framing der Medien. Indem er die Hetze nicht anspricht und das passieren lässt, ohne diese Frau dafür haftbar zu machen, ohne die Altmedien und die Medien, ohne die Altmedien und Altparteien dafür anzugreifen, dann ist das sozusagen wie so ein Okay, also so wird es jedenfalls vom Zuschauer interpretiert. Die AfD denkt natürlich, nein,
Das ist natürlich kein Okay. Nur weil wir das jetzt nicht kritisieren, ist es kein Okay, aber das ist ein Denkfehler. Es ist eben sehr wohl ein Okay. Sie haben mir jederzeit die Möglichkeit, das zu beklagen und anzusprechen, dass das nicht in Ordnung ist. Und Sie machen es nicht aus Angst, dass Sie dann dastehen wie Aggressoren und dass Sie dann irgendwie nicht gut rüberkommen. Sie haben Angst vor der Konfrontation. Sie möchten irgendwie friedlich, sachlich nüchtern rüberkommen, aber Sie springen in Wahrheit nur in den Frame rein, dass Sie Aggressoren sind, weil Sie diesen Vorwurf nicht attackieren. Sie, die Altmedien, jetzt eben diese Frau damit durchkommen lassen. Das ist bei Meuthen so, bei Kupala so. Diese Leute denken, ja, sie müssen sich zusammenreißen. Sie sollen nicht ihrem Herz folgen, wütend zu sein und das dem Ausdruck zu verleihen. Nein, sie sind jetzt ganz besonders taktisch klug und sind hier ganz rein sachlich. Und dabei ist es taktisch genau falsch, so zu handeln. Geschrieben haben in diesem Brief, wer sich rassistisch und verächtlich über Ausländer und fremde Kulturen äußert, handelt ehrlos und unanständig und damit gegen Deutschland und gegen die AfD. Das ist richtig. Wie ehrlos handeln dann Frau Weidel, Herr Gauland und Herrn Höcke? Sie kennen alle diese Sätze, die da immer fallen, von Kopftuchmädchen, Burkas, alimentierte Messermänner, von dem Islam, der keine Heimat in Europa hat, der eine schwache Religion ist, der in abgehängten Welten zu Hause ist, die Deutsch-Türken, die in Anatolien entsorgt werden soll. Also müssen alle diese dann ehrlos genannt werden und schaden der AfD? Ich denke, bevor wir diese auch die Qualifizierung beziehungsweise auch die Einordnung, was Hetze ist und was nicht Hetze ist. Nee, ehrlos. Ich würde nur wissen, ob das rassistisch und ehrlos ist. Ich habe ja in diesem Aufruf auch insgesamt, dass wir uns alle in diesen Punkten reflektieren. Auch Herr Gauland hat einige Begrifflichkeiten zurückgenommen und auch sich dafür entschuldigt. Das will ich ganz klar sagen. Aber mittlerweile haben wir ja in diesem Diskurs in allen Parteien. Ja, es wird auch die eigene Bevölkerung, auch Wahlergebnisse wie zum Beispiel in Sachsen, wo Bevölkerung pauschal als Pack bezeichnet wird. Was ist denn das? Das ist auch eine Hetze. Wir müssen alle abrüsten und sollten abrüsten, um den inneren Frieden in diesem Land zu gewährleisten. Aber ich will es da ganz klar dazu sagen, die AfD ist die einzige Partei, die eine Unvereinbarkeitsliste hat mit, und wo auch Ausschlusskriterien sind, diese Mitglieder aufzunehmen. Das hat keine andere Partei in Deutschland. Und wer sich in diesen Bereichen verächtlich macht und auch verächtlich äußert, wird aus der AfD auch ausgeschlossen. Kupala sagt hier, dass Leute, die sich schlecht äußern, ausgeschlossen werden. Er hat vorher leider verpasst, Gauland, Höcke und Weidel zu verteidigen. Was heißt verteidigen? Verteidigen, indem er die Aussagen der Gewichtigkeit nach richtig einordnet. Die Medien und Altparteien haben ja die Strategie, aus Mücken Elefanten zu machen. Unverhältnismäßig Dinge rauszusuchen und aufzubauschen. Und genau das, was die Altparteien und Altmedien die ganze Zeit machen mit der AfD, mit diesen Passagen, immer die gleichen Passagen, immer Vogelschiss, immer wieder aus dem Zusammenhang gerissen, das muss Kupala ausführlich beleuchten. Da hat ihm jetzt Maischberger wirklich einen Matchball aufgelegt. Der hat jetzt wunderbar die Gelegenheit gehabt, das alles aufzulisten, warum es unausgewogen ist, warum es verzerrt ist, warum es in der Gewichtung einfach nicht angemessen ist. Natürlich sind es Verfehlungen. Und ich kann mir das nur dadurch erklären, dass er auch hier Angst hat vor der Konfrontation. Er hat die Befürchtung, dass er dann gegen Maischberger verliert, in Anführungszeichen. Dass dann Maischberger sagen kann, ha, Weidel, Höcke, es war rassistisch, es war schlecht. Er muss mit dem Zusammenhang, mit der Ausgewogenheit argumentieren. Und da muss die AfD vorher recherchieren, was haben andere gesagt. Und das muss er dann ins Verhältnis bringen. Es ist ja keine Lüge, dass vielleicht manche Aussagen nicht gut waren. Das Entscheidende, die Täuschung ist ja in der Unverhältnismäßigkeit. Dass Linke sagen können, ja, wir erschießen 1% der Reichen und der Parteivorsitzende sagt vorher noch, ja, sie können vorher arbeiten gehen. Das ist ein vollkommen anderes Level. Und das und die Altparteien, was sie sich im Bundestag erlauben, wie die mit der AfD umgehen, was für eine Sprache, wie die AfD entmenschlicht wird, das muss er hier alles auf den Tisch bringen. Und dann in das gleiche Verhältnis bringen, also dass die Verhältnismäßigkeit beleuchten. Und das alles macht er nicht. Im Grunde, er verpasst auch hier wieder den Angriff. Maischberger kommt hier wieder ungestraft davon, dass sie wieder diese ganzen Zitate bringt, auf unverhältnismäßige Art und Weise, dass sie bei der AfD solche Zitate bringt, oder die alten Parteien, und die können machen, was sie wollen, vor allem die Grünen.
und die Linken. Und Informationen können ausgeblendet werden, es kann verschwiegen werden. Bei den Linken wird alles verschwiegen und bei der AfD wird es ganz groß rausgebracht. Und das muss er hier sagen. Und wenn er das nicht tut, dann ist es eben nicht so, dass die Leute dann von sich aus dann denken, ja, das ist ja unverhältnismäßig. Es ist seine Aufgabe, das hier auf den Punkt zu bringen. Er kann nicht erwarten, dass alle Leute so engagiert sind wie wir hier und sich selbst Gedanken machen, sondern die Leute, die haben, keine Ahnung, die sind so nebenbei, beschäftigen die sich damit und arbeiten den ganzen Tag in ihrer Firma und haben dann vielleicht abends 2 Stunden. Wir haben jetzt vielleicht aus unterschiedlichen Gründen mehr Zeit, uns für die Politik hier zu engagieren. Also es gibt bestimmt viele Leute, die in Pension sind, die jetzt mehr Zeit haben. Ich schreibe jetzt hier gerade eine Doktorarbeit und habe dadurch ein bisschen Zeit oder leihe mir Zeit. Wenn ich jetzt später in ein paar Jahren, wenn ich durch YouTube nicht irgendwie groß Geld verdienen kann, dann wird das vorbei sein. Das ist jetzt eine Phase, in der ich das machen kann und diese Zeit, die wird zu Ende gehen. Es ist Grupalas auf, er hat so wenig Zeit in den Öffentlich-Rechtlichen, es ist seine Aufgabe, in dieser Zeit so viel wie möglich Informationen unter die Leute zu bringen und die Dinge in den richtigen Kontext zu bringen. Und das verpasst er hier. Das ist nicht für einen Vorsitzenden, für er hat jetzt so viel Verantwortung für Deutschland. Da muss er mehr sich mehr vorbereiten. Muss diese ganzen Punkte bringen. Weil es war zu erwarten, dass der Name Höcke fällt, das war nun wirklich zu erwarten. Und da muss er Höcke verteidigen. Oder was heißt Höcke verteidigen? Er muss verteidigen, wieso Höcke in der AfD ist. Und da muss er natürlich das verteidigen können. Gut war es, dass er gesagt hat, alle müssen abrüsten. Und dass keiner fehlerfrei ist. Damit nimmt er die anderen in die Pflicht. Aber trotzdem, Maischberger, er darf die ganzen anderen nicht ungestraft davonkommen lassen. Sie kommen hier alle ziemlich ungestraft davon für das, was sie gemacht haben. Dann warten wir darauf, dass Sie mit Frau Weidel, Herrn Gauland und Herrn Höcke reden. Zuerst einmal will ich feststellen, ich glaube, keine andere Partei in Deutschland braucht so eine Liste. So, und das ist, glaube ich, der Unterschied. Bräuchten Sie auch. Nein. Bei Ihnen gibt es auch ehemalige NPD-Mitglieder. Weil bei uns keiner irgendwelche Zweideutigkeiten zulässt. Und ich finde, Frau Jafari hat doch in sehr, sehr gutem Deutsch hier vorgetragen, was ihre Sorge ist. Und ich will das schon mal sagen, Herr Grupalla. Wissen Sie, die Höcke-AfD versucht genau das. Sie versucht Menschen auf ihr Aussehen, auf ihre Religion oder auf ihre Hautfarbe zu reduzieren. Und wenn wir diesen Fehler machen als offene Gesellschaft, dass wir versuchen, Menschen auf ein einziges Merkmal zu reduzieren, machen wir nicht. Dann machen wir genau den Fehler, den wir in unserer Geschichte schon mal gemacht haben. Wissen Sie? Und warum warum das Buch von Björn Höcke sich fast genauso liest wie Adolf Hitler, Mein Kampf, hat vielleicht auch was damit zu tun, weil die relativ ähnlich denken. Und deswegen kann ich Ihnen nur sagen, wir müssen ganz klar auch da ein Bekenntnis für die offene Gesellschaft abgeben, wo auch eine Frau Jafari, wenn sie berechtigt hier ist, keine Sorge haben muss, dass sie in Sicherheit leben kann. Gesagt. Das finde ich wichtig. Gegenrede. Ich würde gerne Frau Yilmaz mit. Dass Grupalla das diesem CDU-Mann durchgehen lässt, ist eine einzige Katastrophe. Man spürt es auch förmlich körperlich, wie schlimm das ist gerade. Wie Grupalla gedemütigt wird, wie die ganze AfD gedemütigt wird. Wie kann Grupalla das zulassen? Wie kann er es zulassen, dass dieser CDU-Mann Höcke mit Adolf Hitler gleichsetzt und sein Buch gleichsetzt? Die AfD muss sich mit Höckes Buch auseinandersetzen. Und ich habe schon einige Kommentare von Benutzern gehört, dass die Medien und Altparteien es gnadenlos ausnutzen, die Unsicherheit der AfD-Leute, wenn überhaupt Höckes Buch geredet wird, weil sie Höckes Buch nicht gelesen haben. Höcke ist der zentrale Angriffspunkt im Moment in den Medien und dann muss Grupalla über das Buch informiert sein und muss und darf diesen Angriff auf keinen Fall stehen lassen. Er muss hier unterbrechen und auch wieder dieses Unfassbare benennen, dass Höcke hier mit Hitler verglichen wird. Hitler ist so der schlimmste Mensch, den man sich auf der Welt vorstellen kann. Das ist also eine Entmenschlichung, die also das Schlimmste darstellt, was man machen kann. Dem müssen sich, glaube ich, viele AfD-Leute überhaupt mehr bewusst werden, was hier eigentlich passiert und was dieser Vogt heißt, glaube ich, was der sich hier rausnimmt. Und dann sitzt Höcke schweigend da und sagt dann irgendwann, murmelt dann noch irgendwas. Also das war ganz schlimm. Und das darf auf keinen Fall so weitergehen.
Also ich werde jetzt diesen Brief an die AfD schreiben und hoffen, dass sie das ein bisschen ernst nehmen. Aber ich befürchte, sie denken, sie halten sich für schlau und denken, das ist geschickt so, wie sie es machen. Es ist der Untergang und wahrscheinlich, wir müssen alle da irgendwie Druck machen. Weil so wird die AfD keine Prozente dazu gewinnen. Da bin ich mir wirklich sehr, sehr sicher. Natürlich, vielleicht ein paar weniger, aber es reichen auch nicht ein paar wenige Prozente. Es muss eine komplette Stimmungswende erreicht werden. Die Medien und Altparteien müssen entblößt werden. Vor weiten Teilen der Bevölkerung. Sie müssen in ihrem Framing massiv angegriffen werden. Wir haben hier eine Pogromstimmung gegen die AfD und es steht momentan 15 gegen 85. Das wird auf Dauer für die AfD nicht gut ausgehen. Wenn hier wirklich sich was in dem Land verändern soll, wenn diese Hetze gegen die AfD aufhören soll, wenn wieder normale Zustände in diesem Land sein sollen, mit kontrollierten Grenzen, also was heißt kontrollierten Grenzen, einer normalen Migration, wie sie eigentlich in allen Ländern der Welt üblich ist, mit überhaupt einer vernünftigen, normalen Politik, wie sie sich für ein Industrieland gehört, ohne Lüge und Hetze, einfach so, wie man es sich normal vorstellt, wenn wir das haben wollen, dann braucht die AfD mindestens 30%. Wahrscheinlich ist auch das zu wenig. Sie braucht 40%. Ich halte es für einen sehr großen Fehler, dass die AfD sich auf die 15% etwas einbildet. Es klang immer so ein bisschen Überheblichkeit durch. Man ist ja so toll, man ist so schnell groß geworden. Wir verdrängen die Altparteien. Die Medien machen uns nur stärker. Man muss bedenken, dass die Politik der Altparteien und man kann auch sagen der Altmedien, weil eigentlich sind es ja die Medien, die Politik über die Altparteien betreiben, indirekt. Die Medien haben die Grünen groß gemacht und die SPD, aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls liefern sich die Altparteien mit ihrer Politik Schwachpunkte ohne Ende. Allein das Thema Migration. Wie sie probiert haben, den Migrationspakt so heimlich, still und leise durch den Bundestag zu bringen. Das ist so ein perfekter Angriffspunkt. Die AfD muss das nur groß ausbreiten, muss es immer wieder erwähnen. Beim Treibhauseffekt, die Hockeyschlägerkurve ist gefälscht. Die Modellrechnungen sind falsch. Die AfD muss nur selbstständig das Thema darauf lenken und hat dann den perfekten Angriffspunkt, wo sie die anderen einfach nicht mehr loslassen darf, wo sie immer wieder drauf verweisen muss, immer drauf bleiben muss. Die Grenzpolitik sowieso, die Politik der offenen Grenzen, das Abkommen mit Erdogan, das sie gemacht haben, sie haben sich eindeutig auf Erdogan festgelegt. Und natürlich ist jetzt die Frage, was jetzt passiert ist, ob tatsächlich Erdogan das Abkommen gekündigt hat oder ob die Bundesregierung, weil sie unbedingt die Flüchtlinge ins Land holen will, damit sich der Islam hier verbreiten kann, damit sie die Demokratie wahrscheinlich irgendwie schwächen können oder damit sie sich die Wähler holen. Da kann man nur mutmaßen. Jedenfalls, die Politik ist ja, sie wollen ja förmlich, dass unkontrolliert Leute ins Land kommen. Anders lässt sich diese Politik ja nicht erklären. Sie wollen systematisch, dass Leute unkontrolliert aus dem islamischen Raum hier einwandern. Die AfD muss das nur beleuchten und sie schafft es nicht, weil natürlich die Medienmacht dagegen hält, aber sie stellt sich auch ungeschickt an, indem sie die Versäumnisse, das Verhalten, wie jetzt Chrupalla hier in der Sendung, überhaupt nicht offensiv ansprechen. Chrupalla muss doch wissen, dass die AfD nur ganz wenig Zeit in den Öffentlich-Rechtlichen hat. Da muss er eine selbstständige Themenlenkung betreiben und darf nicht wie ein braver Schuljunge nur die Fragen beantworten, die jetzt Maischberger ihm stellt. Und das sind natürlich normalerweise Fragen, ob die AfD ein Rechtsextremismusproblem hat. Das sind die Fragen, die Chrupalla gestellt bekommt. Und wenn er nur die Fragen beantwortet und nicht selbst Themenlenkung betreibt, nicht selbstständig darüber nachdenkt, was er der Öffentlichkeit mitteilen will und welche Zeit er jetzt hat und welche Zeit er nicht hat. Und die AfD hat fast überhaupt keine Zeit, irgendwas der Öffentlichkeit mitzuteilen, weil die AfD ja nach Möglichkeit von der Öffentlichkeit abgeschirmt wird. Also es kommt einem richtig bescheuert vor, wie Chrupalla und die anderen sich verhalten. Es ist schon so bescheuert, dass man eigentlich von Verrat reden muss, ob gewollt oder nicht gewollt. Aber die Leute, wie jetzt wir alle hier oder ich mit diesem Kanal, wie wir uns hier reinhängen, dann ist mir so eine Performance, das reicht mir nicht aus. Das finde ich eigentlich eine Frechheit uns gegenüber, die wir uns bemühen, auf der Straße Wahlkampf machen, im Internet Wahlkampf machen, unsere Zeit einsetzen, unsere Energie einsetzen. Hier noch ein weiterer Ausschnitt, wo Chrupalla
unbedingt hätte intervenieren müssen. Die Situation mit rechtsextremistischen, linksextremistischen Straftaten in Thüringen anschauen. Im letzten Verfassungsschutzbericht war sehr deutlich, dass 68% rechtsextremistische Straftaten sind und nur 17% linksextremistische. Das zeigt erst einmal, wie ein bisschen die Gewichtung aktuell im Land ist. Das ist der Bericht von Europol für 2019, also für ganz Europa, nicht für Thüringen, sagt aus, dass islamische Terroranschläge die absolut größte Bedrohung darstellen. Danach kommt Linksextremismus und Rechtsextremismus wäre völlig unbedeutend. Das wären in der Hauptsache nur ein paar verwirrte Spinner, eben wie wir es in Hanau oder Halle gesehen haben. Aber dass es von der Größenordnung her überhaupt nicht relevant ist im Vergleich zum Linksextremismus und zum Islamismus oder zu islamisch motivierten Straftaten. Es gibt noch ein paar weitere Stellen in der Sendung, die man hätte betrachten können, aber ich glaube, das Video ist jetzt erstmal lang genug. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe. Macht's gut.